Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Gilden Wars. Ja, die erste Folge ist rum und ich nehme an dem Tag, wo die erste Folge erscheint oder erschienen ist, je nachdem, wie man es nennt, gerade die zweite Folge auf. Ja, es wird so ein bisschen in dem Rhythmus wahrscheinlich auch bleiben, so dass ich nicht direkt wahrscheinlich mit der nächsten Aufnahme auf eventuelle Fragen etc. eingehen kann. Ich muss mich da noch ein bisschen einspielen, weil das Streaming und die anderen Projekte muss man ja ein bisschen managen, dass das alles so ein bisschen klappt. So, wir haben, so wie es aussieht, hier oben Schwarzlöbel Handelsgesellschaft, gratis Gegenstand verfügbar. Da gucken wir mal rein. Super Adventure Box, voller Spaß. Auf abschließen. Dieser Gegenstand wird gleich versendet. Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen belesen zu Gilden Wars und habe interessante Sachen gelesen. Und zwar ist es so, dass wir im Laufe der Zeit wahrscheinlich Story-Elemente kaufen müssen, die zum Zeitpunkt, wo sie erschienen sind, aber kostenlos waren. Und da würde ich heute gerne mit euch mal hier in diesen Shop reinschauen. Lebendige Welten, genau. Staffel 2 der lebendigen Welt. 1280 Diamanten. Ich weiß gar nicht, ob die so heißen. Edelsteine? Edelsteine heißen die. Noch eins zu diesem Preis käuflich. Okay. Also ich weiß nicht, wann wir in Staffel 2 reingehen. Staffel 1 ist jetzt schon mit drin. Das ist natürlich irgendwie schade. Und ich gehe jetzt einfach mal in Gefahr, dass sich irgendwas öffnet, was ich öffnen soll. Ah ja. 1200. Das heißt, es ist 20 Euro ungefähr. Wow. Okay, das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig und ich komme nicht drum rum, das zu kaufen irgendwann. Weil wir wollen natürlich die Story von Gilden Wars machen. Das ist natürlich... Ja. Das ist ein bitterer Beigeschmack, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass storytechnisch alles mit drin ist. Aber ist es leider nicht. Okay, aber das ist eine Information, die man eigentlich wissen sollte, beziehungsweise auch vermittelt bekommen sollte. Wir waren beim letzten Mal dabei stehen geblieben, dass wir mit dem Späher reden wollten, der uns dann dieses ganze Zeug hier anzeigen wollte. Sollte, möchte. So, und das machen wir jetzt auch. Willkommen in der Provinz Metrika. Hier findet ihr eine Menge privater Labore, in denen unsere Crews gefährliche Forschung betreiben und wir den Preis für Spitzenleistung bezahlen. Die Labore sind hochempfindlich, aber das wisst ihr sicher. Die Inquestur piesackt uns ständig. Sie sind neidisch auf unsere Fortschritte und unser Material. Unsere Wissenschaftler könnten jemand mit euren Talenten brauchen. Außerdem werdet ihr auf eurer Reise auf garstige Machenschaften stoßen. Lasst euch das nicht entgehen. Helft, wo ihr könnt. Auf euren Reisen werdet ihr auf unsere Magiematerie-Transportgeräte stoßen, die der Volksmund Wegmarken nennt. Das sind kleine Portale, die euch gegen eine geringe Gebühr über große Strecken transportieren. Nach unseren Portalen ist dies die angenehmste Art zu reisen. Genau. Also dem ist nichts hinzuzufügen, das ist eigentlich schon die beste Erklärung, die man kriegen kann. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, der Provinz zu helfen. Und das machen wir auch. Unterstützt Dola bei der Golemantik. Ja. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Inquestur Leute sucht. Für die arbeite ich nicht, weder aus Hunger noch aus Langeweile. Ich habe zu wenig Toleranz für das Böse. So schlimm kann's nicht sein. Böse Genie ist immer noch Genie. Ja, was ich immer cool finde, sind halt diese Nebengespräche so ein bisschen. Experimentiert an intakten, inaktiven Golems, repariert die Steuerpulte, überwältigt defekte Golems und räumt entlang der Straße in nahegelegenen Laboren Werkzeug.
auf. Okay. Also auf gut Deutsch, alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, angrabbeln. Oh, hier müsste wahrscheinlich ein defekter Golem stehen, oder? Der Golem befindet sich im Bereitschaftsmodus. Wie wollt ihr vorgehen? Wow. Das hört sich alles sehr interessant an. Reißt das Teil raus. Das finde ich auch sehr gut. Die Gefühlsmatrix, die Dynamo-Verteiler ätherisch laden. Der Golem ist immer noch im Bereitschaftsmodus. Okay, also den Verteiler laden hat nichts gebracht. Alter Schwede, das hört sich an wie eine andere Sprache, Leute. Wir machen mal die Gefühlsmatrix. Auch die hat nichts gebracht. Initiiert das Überfeld. Ehrlich gesagt, ich klicke jetzt einfach nur. Der Golem ist bereit zur Aktivierung. Aktiviert den Golem. Okay, also wir klicken hier einfach nur, ne? Oder auch nicht. Müssen wir ihn wiederbeleben? Zählt das auch als Fortschritt? Ja, das zählt auch als Fortschritt. Wow. Das heißt, wir könnten jetzt hier die ganze Zeit rumstehen und den dann... Das ist doch sehr langweilig, ne? Okay. Gut, was haben wir hier noch so, was wir hier machen können? Techniker verständigen. Normalfunktion hergestellt. Okay. So, jetzt haben wir eine Sehenswürdigkeit aufgedeckt. 1 von 23. Und haben dadurch natürlich auch Erfahrung erhalten. So, hier haben wir einen Kaufmann. Normalfunktion hergestellt. Bei dem können wir roten Lederbeutel kaufen. Mit I öffnen wir unser Inventar und wir haben insgesamt 3 Beutelslots und können mit der Erweiterung kriegen wir mehr Taschenplätze. Ich werde, wie gesagt, im Laufe der Zeit diese Erweiterung definitiv kaufen, weil ich allein schon die Reittiere sehr, sehr interessant finde. Das war unser alter Dolch, genau. Und wir müssen definitiv, ich denke mal, wir müssen dann irgendwann auch definitiv hier eine Tasche nachkaufen. Aber eigentlich könnten wir das jetzt schon machen. Ich glaube, wir kaufen jetzt schon mal 2. Vielleicht ist das ein Fehler, aber ich denke, das ist schon. Weil die kosten ja nicht so wirklich viel. So, dann ausrüsten. Ich würde behaupten, am Anfang ist es nicht verkehrt, ein bisschen Inventarplatz. Okay, defekter Golem. Natürlich jetzt schwierig, weil jetzt ist dieser Moor hier in der Nähe. Normalfunktion hergestellt. Und diese Drachenklaue, die macht so ein bisschen AOE-Damage. Was jetzt auch nicht unbedingt immer vorteilhaft ist. Ja, hier sehen wir zum Beispiel so ein Reittier. Ist das nicht wunderschön hübsch? Also wirklich, wie hübsch ist das bitte? Ich weiß nicht, ob das eins aus dem Shop ist. Und die Dinger können sogar fliegen. Wie geil ist das denn? Also ich bin da richtig, richtig scharf drauf. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Da habe ich schon Bock drauf. Normalfunktion hergestellt. Ja, wir werden uns hauptsächlich jetzt hier auf die defekten Golems stützen, glaube ich. Ich denke, dass das die beste Möglichkeit ist, hier am schnellsten was zu erledigen. So, da sind Werkzeugkästen, die können wir auch einsammeln. Was geht damit jetzt? Okay. Sieht echt witzig aus, aber gut. So, was haben wir hier? Deaktivierten Golem, Steuerpult. Bitte die Fehlerbeschreibung dieser Einheit diagnostizieren. Woher soll ich wissen, was der für einen Fehler hat? Scheint nicht richtig gewesen zu sein, oder?
Okay. Ja, ich glaube, das ist einfach ausprobieren und dann merkt man es ja, ob es stimmt oder nicht. So, können wir den jetzt hier schon wieder anklicken? Tatsächlich. Ja, das scheint auch falsch gewesen zu sein. So, was haben wir hier noch so? Ah, die mögen sich scheinbar. Ferngesteuerter Golem. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich hier laufen muss für dieses Gebiet. Weil hier unten ist jetzt schon das nächste Gebiet. Und was ich auch noch nicht rausgefunden habe, ist, ob man hier Fallschaden kriegt. Aber grundsätzlich gehe ich immer davon aus. Weil wenn man keinen bekommt, ist es gut. Und wenn man denkt, man kriegt keinen, dann... Manuela Neustadt, erforderlich. Wenn ich dann glaube, ich habe keinen, dann ist es natürlich schlecht, wenn es dann doch passiert. So, der gute Junge ist wieder da. Wir haben Stufe 3 erreicht, Inventar. Gegenstände wie Taschen, Waffen und Rüstungen können ausgerüstet werden. Öffnet euer Inventar mit I. Macht einen Doppelklick auf die Ausrüstung, um sie anzulegen. Okay. Wir kriegen sogar einen Lederbeutel. Oh nein, wenn ich das geahnt hätte. Ja, gut. Kommende Belohnung, wie gesagt, gucken wir uns nicht an. So, dadurch, dass wir dieses Gebiet jetzt abgeschlossen haben, ich nenne es jetzt einfach mal so, bekommen wir Karma. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wofür das ist. Und wir haben einen Händlerfall geschaltet und den Kalkulatoren Dola. Ich weiß immer noch nicht, wofür wofür dieses Karma ist. Können wir das durch angucken, anklicken, rausfinden? Nee. Okay. So, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, hier runter. Irgendwie? Keine Ahnung. Ich muss zum Teil auch echt gucken, weil ich weiß es natürlich nicht, wo wir langlaufen müssen. Ich kenne mich mit dem Gebiet hier natürlich überhaupt nicht aus. Sprecht mit mir. Es gibt viel zu bereden. So. Wir kapitulieren! Ich habe ein Angebot. Kommt her. Ich über die Inquest-Tour. Meint ihr nicht auch? Huch. Ja, das ist eindeutig eine Jägerin. Oder besser gesagt eine Waldläuferin. Die sehr, sehr schick aussieht. Es gibt viel zu bereden. Mit mir, wenn ihr interessiert seid. Die ist auf jeden Fall schon höherstufig. Können wir uns leider nicht anschauen, das ist natürlich schade. Der Weg zu wahrer Größe führt über die Inquestur. Meint ihr nicht auch? Sprecht mit dir. Es gibt viel zu bereden. Ja, ehrlich gesagt, ich klicke hier einfach nur rein. Ich lese mir das jetzt alles nicht durch, weil ich glaube, das würde ewig dauern. Strebt ihr nach Macht ohne Gleichen? Ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt auch gerade das Gebiet macht, aber zu faul ist, die Sachen anzuklicken. Über die Inquestur. Meint ihr nicht auch? Es gibt viel zu bereden. Ich biete euch eine Gelegenheit, die ihr sicher nicht versäumen wollt. Inspiriert, beeinflusst, nach. Es gibt viel zu bereden. Meine Crew steht kurz vor dem Durchbruch. Ich kann mich nicht entscheiden, welchem Kolleg ich beitreten soll. Dynamik, Statik oder Synergetik. Ich würde zweifelsfrei in jeden brillieren, wenn ich mich nur entscheiden könnte. Dynamik. Jeder weiß, dass die besten Geräteentwickler dort studieren.
Hey. Wie kann ich helfen? Natürlich ziemlich einfach hier, ne? Sprecht mit mir. Es gibt viel zu bereden. Wow. Also das geht wirklich fix, Leute. Ich habe ein Angebot für euch. Der Weg zu Varagröße führt über die Inquestur. Meint ihr nicht auch? Ja, wenn man den natürlich jetzt die ganze Zeit zuhört, dann kriegt man natürlich dementsprechend einen an der Waffel. Wir haben hier noch einen Aussichtspunkt. Ich weiß gar nicht, Sehenswürdigkeit. Panorama, genau. Ich kann mir schon denken, wo wir hin müssen. Ja, das habe ich mir verdient. Deine Mama glaubt mit ihrem IQ. Und zwar werden wir hier irgendwie nach oben müssen. Ich habe ein Angebot für euch. Kommt her. Professor... Habt ihr etwas für mich? Ah, damit kann man also Sachen kaufen. Ah ja. Okay. Köstlicher Kuchen, Nahrungsmittel, magisches für Erfahrung für besiegte Gegner geht auf. Winziger Wettstein. Zum Benutzen Doppelklick. Verbessert Halt, Kraft und Sprechen. 1% eurer Präzision. Okay. Das sind ein Handschuhe. Also ich weiß ja nicht, ob wir irgendwo noch... Puh, was haben wir jetzt bekommen? Geschwindigkeitsverstärker. Weil wir eine Sehenswürdigkeit entdeckt haben. Glaube ich. Und benutzen Doppelklick, um einen Segen zu erhalten, der eure Geschwindigkeit eine Stunde lang um 15 erhöht. Ich habe ein Angebot für WVW ist übrigens die Abkürzung für Welt versus Welt. In Guild Wars gibt es PvP und diese Kämpfe von Welten gegeneinander. Das habe ich mittlerweile auch gelesen, sonst wüsste ich das definitiv nicht. Aber das benutzen wir jetzt nicht. Das habe ich mir schon mal vorgenommen. Weil wir nehmen ja nur 20 Minuten diesmal auf. Ich werde vielleicht auch mal eine längere Aufnahmesession machen, eventuell. Weil, ah ja, hier haben wir unsere Aufgang. Oben sieht man schon das Zeichen, wenn wir dort oben sind. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen geschickt angehen. Aber es ist nicht so schwer, kann ich auf jeden Fall sagen. Und hier müsste man auch raufkommen, oder? Die Frage, wie komme ich dort hoch? Wie komme ich darauf? Ja. Und ansehen. Ja, dann bekommt man solche wunderschönen Sequenzen und hat einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganzen Gebiete. Also ich finde das sehr, sehr cool gemacht. Definitiv. Und wir können natürlich Erfahrung kriegen, ne? Und wir kriegen schon wieder ganz viel. Okay. So, und täglich gibt es auch Aufgaben. Tägliches Komplettieren. Wie nennt sich das? Komplettieren? Ich weiß gar nicht, kann man das aufrufen? Kleiner Beutel mit Geisterscherben. Kann ich mir das irgendwie näher anschauen, was ich machen muss? Nee, ne? Tägliche PvP-Rank. Top-Stats. Hm. Ah ja, hier. 1 von 1. Tägliche Panoramagenießerin von Maguma. Das haben wir jetzt schon bekommen. Jetzt haben wir eine Truhe des Helden gekriegt. Wahrscheinlich. Okay, und mehr geht nicht anzugucken. Wir klicken mal wieder zurück. Wir müssen 3 von diesen Aufgaben machen, damit wir diese Endbelohnung kriegen. Ah, hier ist die Übersicht. Die wollte ich sehen. Genau. Aber ich glaube, das wird noch sehr schwierig für uns werden, weil wir noch sehr, sehr klein sind. Der Weg zu Wahrheit führt über die Inquestur.
Oder kriegen wir das auch, wenn wir drei davon machen? Eins von drei abgespielt. Verbleibende Zeit. Okay. Ja, gut, das ist die Tageszeit, die ist schon aus. So, Truhe des Helden. Okay. Und Panoramagenießerin, da haben wir nochmal eine Geschwindigkeit. Gut, den werden wir definitiv öfters verwenden müssen. So, dann gucken wir mal, was in der Truhe des Helden drin ist. Ich weiß eine gute Verwendung dafür. Eine Ampulle flüssiges Karma. Zum Benutzen Doppelklick, zum Erhalten von Karma Doppelklick. Okay, das machen wir gleich. Da haben wir jetzt 1000 Karma erhalten. Und die Schrift der Erfahrung. Wert ein wenig Erfahrung, tauscht bei Miani in Löwenstein 20 Schriften gegen ein Foliant des Wissens ein. Und das ist für Handwerksmaterial für Schreiber. Okay. Ja, also eine Menge neue Sachen auf jeden Fall. Haben wir für das Gebiet hier jetzt alles auf? Gut aus. Gucken wir mal, ob wir Fallschaden kriegen. Oh ja. Ich habe ein Angebot für euch. Sogar sehr, sehr gut. Alles klar. Das haben wir auf jeden Fall schon mal aus. Aus. Was haben wir hier? Ah ja, Super Adventure Box voll Spaß. Die gucken wir uns auch noch an. Das ist die, die wir aus der Shop bekommen haben. Wow. Verwenden. Oh mein Gott. Okay. Wie lege ich die wieder in mein Inventar oder geht das gar nicht? Alle Materialien lagern. Möchte ich nochmal verwenden? Oder geht das nicht? Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, dass das nicht geht. Aber WTF. Es sieht ja mega lustig aus, ne? Ich hätte die Sache nur gern wieder in meinem Inventar gemacht, aber... Also wir werden immer in etwas anderes verwandelt. Für ein paar Sekunden. Ich kann aber nirgendwo sehen, ob ich das wieder ins Inventar packen kann. Okay. Versucht zu springen und die Blöcke zu zerbrechen. Ah ja. Kommt, sprecht mit mir. Es gibt viel zu bereden. Okay. Wow, jetzt machen die anderen Leute auch noch mit. Also damit können alle interagieren. Siegel der Wiederherstellung, Feuereinstellung. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen beiseite, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit diese Melodie von dieser Box haben. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, dass das ausgelöst wird. Nettes Gimmick, auf jeden Fall. Hätte ich aber wahrscheinlich, wenn ich es gewusst hätte, für einen besonderen Moment aufbewahrt. Aber gut, daraus lernt man. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier in der Hand habe. Ich glaube, das sind meine Dolche einfach nur, ne? Ja, scheint einfach so, dass ich in der Kampfhaltung bin. Ja, ich würde sagen, das ist wieder das gewesen für heute. Wie gesagt, ich gucke mal... Wie gesagt, mir macht das Spiel megamäßig Spaß. Vielleicht spiele ich demnächst heute vielleicht nochmal eine Runde mit meinem Hauptchar. Weil ich wirklich ein bisschen angefixt von Guilden Wars bin. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Und wir sehen uns ganz sicher nächste Woche zu einer neuen Folge von Guilden Wars wieder. Macht's gut!